Ich bin durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... die Welt erobern! Sieh mal, Hogi, ein Hamster! Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hogi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Aufnahmeprojekt. Diesmal geht es um Day of the Tentacle, ein altes Spiel. Wir haben auch nicht die Remastered-Version hier gerade drauf geknallt, sondern spielen das Original. Ich bin der Sebastian. Und ich bin der Daniel. Oh, da kommt die Remastered. Geh weg. Okay, alles klar. Ja, genau. Wir spielen das schön pixelige Original. Genau. Und
man sieht auch schon unten die Kommandozeile da, wo Standardbefehle dann immer direkt schon vorgeschlagen werden. Schau. Genau, die kann man dann, meine ich, mit Rechtsklick ausführen, was dann aufleuchtet. Ich kann nicht durch das Schild im Fenster schauen. Das heißt, so Türen oder so kann man wahrscheinlich dann direkt öffnen, genau. Und man kann, was, ich weiß gar nicht, Maniac Mansion 1, also quasi, wir spielen die Fortsetzung, hatte damals auch schon wechselbare Charaktere. Hier wird das auch möglich sein. Aktuell können wir allerdings nur Bernard steuern, das ist die nette Figur vor uns hier. Und später aber auch Laverne und Hoagie, das waren die beiden anderen Personen, die hier gerade mit angekommen sind. Und die Tentakel, die kennt man auch schon aus dem ersten Teil. Die scheinen jetzt gefangen genommen worden zu sein. Und jetzt schauen wir mal einfach, was wir hier machen können. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Nehmen wir mit. Es klebt am Boden fest. Nein, okay. Ich schau mal erstmal, was ich im Inventar habe. Oh. Rechtsklick. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Hat okay. Er natürlich mit. Auf jeden Fall den Zettel nehmen vorne. Das weiß ich noch. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Okay. Subtiler Hinweis. Ja, dann schauen wir uns mal um. Wir haben hier Chuck die Pflanze. Ein gartenbaulicher Albtraum. Das Lustige ist natürlich, das wissen aber vielleicht die meisten schon, die zuschauen, dass Chuck immer mal wieder woanders auftaucht, in anderen Adventures, auch nicht unbedingt von LucasArts, als Anspielung halt auf diesen Moment, dass Chuck halt hier vorkommt. Guck dir mal das Telefon an. Und ich meine sogar, man kann sich da. Du hast es schon mal entdeckt. Oh, Groschen, okay. Ja. 1952. Es ist wie auch bei Monkey Island 3 zum Beispiel kein Blind Let's Play. Wir haben das Spiel schon mal gespielt. Das letzte Mal ist aber bestimmt auch schon wieder einige Zeit her. Mindestens 3 oder 4 Jahre. Ich glaube, wir haben sogar vor 1,5 Jahren mal auf meinen Raspberry Pi das Ganze mal gezockt mit einem Gamepad. Das war aber doch vor unserem Kulturmodus-Kanal, oder? Ja. Einfach ja, also so privat. Vor 2 Jahren. Der ist aber nur Dime ist... Daniel. Hä? Der ist aber nur 1 Jahr alt. Das heißt, es war im Laufe von 2016, wo wir das gemacht haben. Ja, egal. Dime ist, sind das 25 Cent? Nee, das ist ein Quarter. Keine Dime Ahnung. Dime ist dann 10 Cent, glaube ich. Schau mal ins Office. Das kann man, glaube ich, öffnen. Aber auch noch nicht viel machen. Okay. So. Schweizer Schwabu. Das nehmen wir uns auf jeden Fall. Ha! Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Okay, sollten wir uns auch merken. Er ist pleite, das ist ein Telefon, Tisch, Familienfotos. Junge, die Edisons sind eine ziemlich hässliche Familie. So, wir haben da noch einen Darth Vader-Kalender übrigens. Tippex, nimm. Okay. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Natürlich. Da oben ist eine Kamera, ne? Okay. Ja. Guck dir auch mal an. Ich hoffe, es sieht niemand zu. Ich sehe auf Video so blöd aus. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Wahrscheinlich ein Verwandter von ihm. Okay. Wir haben noch ein Telefon. Kannst du es benutzen? Modernes Design, stabile Konstruktion. Attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Benutzt ich das habe mal. Mein Adressbuch vergessen. Benutzen. Achso, hast du gerade. Habe ich gerade. Okay. Ja, okay. Ja, da brauchen wir wohl eine fertig. Telefonnummer. Damit wäre dieser Raum erstmal completed. Können wir raus? Aber wir sollen ja hier denn. Also wir wissen, glaube ich, beide schon, wo das der Geheimraum ist. Wir gucken jetzt aber erstmal hier so ein bisschen rum, bevor wir. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Was war das gerade, wo du mit der Maus drauf warst? Mitarbeiter gesucht, Schild. Aushilfe gesucht. Was kriegt er von der Seite? Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Nimm das auch mal. Kann man das von hier aus nehmen?
Ja, ach so, ich glaube, okay, nur von hier aus, weil das ist ja meistens von innen gegengelehnt. Okay. Öffnen wir da das Fenster. Da knallt gerade einer ein Auto. Okay. Öffne. Was öffnen? Das Fenster. Es ist schon kalt genug. Okay. Na, warte mal. Kann man mit dem Pfennig das Ding da... loskratzen? Ja. Besser nicht. Okay. Mit dem Schild vielleicht? So als Spachtel? Besser nicht. Ah, ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, dass das jetzt auch das Item als Mauscursor ersetzt. So eine Mischung aus den, wo es noch Monkey Island war. Aber gut, Monkey Island hatte auch irgendwann mal die Bilder. Und irgendwann nochmal eine schönere Version. Hoagie sieht hier schon nach dem Rechten. Da weiß Hoagie ich gar nicht, sieht hier schon nach dem wie Rechten. Das da war. Okay, dann gehen wir mal in den Geheimraum. Der ganz obviously. Öffne Pendeluhr. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Geil. Okay. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Oh je. Sagtest du Bernhard? Mhm. Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Ha! Warte! Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur-Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. So vollkommen alle random. Das ist okay. Alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Chrono-John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Wunderbar animiert. So weit, so gut. Aber dreimal die gleichen Sprites. Ja. So. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Ja. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha, und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh, oh. We'll be right back.
Oh je. Hogi hat... Ne, warte. Das sind, glaube ich, so Toiletten, aus denen er das gebaut hat. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hogi und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben sie noch? Laut meiner Anzeige ist der Dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hogi denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hogi denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Tja. Ja, okay. Ich würde eine Sache machen. Wir machen die Musik einen Ticken lauter. Ja. So, damit so. Wir auch schön ein bisschen den Soundtrack hören. So, wir sind jetzt hier unten im Keller im Labor. Anscheinend sind wir nur die Treppe da runtergefallen. Mehr war das nicht. Ja, was ist ja scheiße, ne? Jetzt gehen wir hier was suchen. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Ja. Super Hinweis. Ich guck mich mal hier um. Papier. Nimm. Das Papier war rechts an der Wand. Ich habe die Pläne. Schnell! Wo kommt der denn her? Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Teleportation. Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Hä? Sie haben sie wirklich weggespült? Ja! Durch die Toilette? Nein! Durch die Zeit! Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö! Mal sehen, ob, wie hieß er, noch etwas merkt. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Zeit für mich, die Welt zu retten. Okay, da können wir jetzt unsere Protagonisten wechseln. You old. Ja, das ist kleine Geschichtsstunde, das Year Old wird The Old ausgesprochen. Es wurde nur anders geschrieben. Ihr kannst das nicht mal lesen. Wenn wir schon da sind. Die alten Toiletten. Was? Jo. Okay, ich guck mal hier eben kurz rechts. Oh! Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir.
Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Hm. Wer war das denn? Irgendein Typ mit Drachen. Das ist wohl irgendwie so einer Benjamin Franklin. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Welcher Präsident ist denn das? Ben Franklin. Ben Franklin. Der sieht doch echt so aus. Der ist Hallo. Spuck beim Reden. Franklin. Ben Franklin. Schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Oh, erstes Natürlich. Gespräch. Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität... Was machst denn da? Meinst du Washington wie Präsident Washington? Ja, ich kann's auch nicht glauben. Man sieht sich. Ich würde fragen, was er da macht, oder? Ja. Was machst denn da? Während wir uns unterhalten, versuche ich, die Kräfte des Himmels für mich zu gewinnen. Wenn es klappt, werde ich der mächtigste Mann der Erde sein. Ambitioniert. Bist verrückt, Ben. Ich find's immer so lustig, wie amerikanische Spiele auch immer so, wenn es geschichtlich wird, immer so auf die amerikanische Geschichte, so Bürgerkrieg und hast du nicht gesehen und alle Amis gehen dann total darauf ab, so, ja, wow. Und so Europäer so, ja, pff, okay. Du bist verrückt, Passiert Ben. Passiert jetzt halt. Ha, das haben sie auch über den Mann gesagt, der das Fernglas erfunden hat. Warst du das nicht? Gute Frage. Ich glaube, sie hatten recht. Es ist halt so ein bisschen Patriotismus, ne? Die brüsten sich gern mit allem, was sie da gemacht haben. So, Aber das war Frage. Ja. Ich bräuchte etwas Power für meine Zeitmaschine. Bald wird genug Power für alle da sein. Es gibt doch keine Zeitmaschinen. Das ist mein Projekt für den nächsten Sommer. Tja. Wie willst du das anstellen mit dem Stromkrams? Würde ich jetzt auch mal fragen. Ja. Wie willst du das anstellen mit dem Stromkrams? Mit Hilfe einer meiner neuesten Erfindungen. Ich nenne sie den Frankocopter. Das ist ein Drachen, Ben. Die gibt's schon seit Tausenden von Jahren. Oh, sicher als Spielzeuge. Aber dieser ist ein Brief an die Götter. Er lautet, lieber Thor, nur ein Tropfen deines mächtigen Saftes in die Hand eines Genies wie mir könnte die Welt erleuchten. In Liebe, Ben. Hoffentlich hast du es in Schwedisch geschrieben. Oder kamen die Jungs aus Norwegen? Ich habe bildlich gesprochen. In Wahrheit warte ich nur darauf, dass ein Blitz meinen Drachen trifft. Ja. Und was dann? Ja, und dann? Und dann fährt die Elektrizität in den Drachen. Und was dann? Ja, und dann? Dann runter, entlang der Leine. Ja, und dann? Und dann in mich. Ja. Ja, und dann? Ich werde mächtig leuchten. Ja, und dann? Seine Macht nutze ich dann zum Wohl der Erde. Ja, und dann? Die Welt kniet vor mir und bittet mich, sie mit meiner Macht zu führen. Ach so. Okay. Ja. Fehlt da nicht etwas Wesentliches? Der Schlüssel zu Entdeckungen ist Intellekt, mein Junge. Intellekt und Forschung. Nein, etwas wirklich Wichtiges. Du meinst, wie zum Beispiel, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht? Oder wie jetzt? Genau das. Das ist unwissenschaftlich. Braucht keinen Intellekt. Also, was willst du wirklich? Sonnig für... Ja, das Erste. Ist da nicht so viel Sonne für einen Blitz? Shh, ich weiß das. Ich versuche nur ein bisschen weiterzumachen, bis wir einen Sturm bekommen. Ich gehe mal lieber einen Schritt zurück. Weiter so. Das ist auch gut. Wenn man nur noch eine Antwort übrig hat, dann setzt er die automatisch ab. Wir haben einen Dosenöffner. Eine Patentanmeldung. Ich schau mir die mal an. Ach, das... Genau, das hat der, Dr. Fred, wie Dr. Fred sich selber genannt hat. Dr. Fred! Frittenfett. Öl, Essig, Salat, Gold, Toast. Das sind die Batteriepläne, die ich diesem Red Edison-Typ geben soll. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals angesehen habe. Auch nicht. In der Vergangenheit. Echt geil. Geiles Kommentar. Gehen wir wieder zurück. Ich gehe mal hier lang.